Mein Name ist Manfred Hornung und ich bin Büroleiter des Regionalbüros Südostasien der Heinrich-Böll-Stiftung in Bangkok. ASEAN basiert auf dem Modell Wirtschaftswachstum. Unsere Region ist sehr stark beeinflusst durch neoliberale Wirtschaftsmodelle. Diese neoliberalen Wirtschaftsmodelle, die stattfinden in einer Region, die auch sehr stark von wirtschaftlicher Disparität geprägt ist, führen dazu, dass einige Länder in der Region einen sehr hohen Preis dafür bezahlen, damit dieses Narrativ des Wachstums umgesetzt wird. Das lässt sich an einigen Beispielen klarer verdeutlichen. Einige Länder in der Region, wie zum Beispiel Kambodscha oder Laos, sind inzwischen zu reinen Plantagenwirtschaften verkommen, in denen die größeren Länder der Region oder auch chinesische Firmen, die diesem Investitionsmodell folgen, diese Länder als Anbauflächen nutzen oder als Investitionsflächen für groß angelegte Infrastrukturprojekte. Das Modell China spielt in der Region eine sehr, sehr große Rolle. Die chinesische Wirtschaftspolitik, diese Going-Out-Politik, die sich seit einigen Jahren sehr forciert hat in der Region, ist sozusagen auch ein Treiber für diese wirtschaftspolitischen Konzepte, die diese ASEAN-Politik und die Politik der 10 ASEAN-Staaten betreffen. Chinas Investitions- und Infrastrukturbanken haben sehr große Summen in Infrastrukturprojekte gepumpt, die in der unmittelbaren Nachbarschaft Chinas, sprich in Südostasien, nun umgesetzt werden. Das hat dazu geführt, dass sehr große Bevölkerungsteile, die von diesen Infrastrukturprojekten betroffen sind, zwangsumgesiedelt werden, ohne direkt an diesen wirtschaftlichen Veränderungen teilhaben zu können. Das heißt, dieses chinesische Wirtschaftsmodell hat in der Region diese Disparitäten, auch diese Unterschiede in Zugang zu Ressourcen noch verstärkt. Also China ist schon ein sehr starker Treiber dieser Entwicklung. Also Wirtschaftspolitik ist in erster Linie auch Machtpolitik. Und das heißt, dass die in den einzelnen Staaten die Staatsführung diese Modelle, diese neoliberalen Wachstumsmodelle sehr stark fördern, teilweise in Zusammenarbeit mit den Firmen. Es ist in vielen Ländern oft keine klare Trennung mehr zu sehen zwischen staatlicher Gewalt und privaten Wirtschaftsinteressen. Es führt verstärkt zu Gewaltmaßnahmen gegen zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich für ein wirtschaftliches Wachstum einsetzen, das mehr auf Parität, das sich mehr auf die Beteiligung von Bürgern bezieht. Das heißt, innerhalb dieses Machtgemenges ist es für zivilgesellschaftliche Gruppen in Südostasien, innerhalb Asien sehr schwierig geworden zu arbeiten. Das heißt, diese Gruppen sind auch sehr stark Gewalt und Repression ausgesetzt. Für uns bedeutet dies, dass wir mit diesen Gruppen tätig werden, in einer eher defensiven Form. Also wir müssen auch darauf achten, dass Räume noch geöffnet bleiben, damit dieses Narrativ, dieses wirtschaftspolitische Narrativ auch in Frage gestellt werden kann. Und das ist mit wachsenden Schwierigkeiten verbunden innerhalb der Region. Alternativmodelle werden innerhalb der klassischen Rhetorik, auch innerhalb der klassischen Wirtschaftswissenschaften in ASEAN kaum diskutiert. Da geht es nicht um sozialpolitische Maßnahmen, da geht es auch nicht um Ausgleich, um die steigende Spanne zwischen Arm und Reich, sondern da geht es wirklich um Fragen des gesteigerten Wachstums, der Marktzugänge, der Öffnung der Märkte, was unseren Dialog sehr häufig als einen Minderheitendialog erscheinen lässt. Wachstum wird natürlich definiert in Steigerung des Bruttosozialprodukts. Wachstum wird nicht definiert und auch nicht hinterfragt im Zusammenhang mit Verteilung von Einkommen und Zugang zu Ressourcen. Das heißt, hinter diesen Modellen steht natürlich ein völlig falsches Verständnis von Wachstum. Es ist klar belegt, dass die Zahlen legen es auch klar dar, dass das Wachstum des Bruttosozialprodukts findet statt.
nur die Verteilung dieser Ressourcen ist in einer Form gestaltet worden, dass dieses Wachstum eigentlich zu einer massiven Verarmung breiter Bevölkerungsschichten führt. Und ich glaube, wir müssen diese Diskussion führen, der Definition von Wachstum und welche Rolle Wachstum in der Gesellschaft haben muss, um breitere Bevölkerungsschichten auch dann mitnehmen zu können. Und dieser Diskurs wird innerhalb Asiens nicht geführt. Das ist eindeutig. Und ich glaube, das ist ein globaler Diskurs in erster Linie. Der ist natürlich auch globalen Veränderungen geschuldet, gerade der Erstarkung Chinas, die auf sehr hohen Währungsreserven sitzen und mit ihrer Going-Out-Politik dafür sorgen müssen, dass diese Reserven währungspolitisch auch eingesetzt werden in Investitionsprojekte in der Region und Südostasien, die ASEAN-Region, also unmittelbare Nachbarregion Chinas, ist natürlich als erstes davon betroffen. Das heißt, diese Verbindungsinfrastrukturprojekte sind für chinesische Investitions- und Entwicklungsbanken zu einer Spielwiese verkommen, kann man fast sagen, um ihre verschiedenen wirtschaftspolitischen Modelle durchspielen zu können. Und davon ist die ASEAN-Region im Besonderen betroffen. Und die Führungsschicht in diesen einzelnen Ländern ist sehr stark auch durch diese Vereinnahmung korrumpiert und wird sozusagen dann zum Erfüllungsgehilfen dieser chinesischen Investitionsmodelle.